Das nächste Ding ist, ich habe mir das Shirt im Medium bestellt. Und nicht nur, dass ich ein Drecks-Fake-Shirt bekomme, nein. Schaut mal, was hier steht. S. S wie selber schuld, du Geizkragen, hättest 70 Euro mehr ausgeben, würdest jetzt nicht so ein Dreck. Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich frage mich eigentlich, warum ich so deppert grinse. Es gibt eigentlich gar nichts zu lachen in diesem heutigen Video. Ich wurde verarscht! Verdammt nochmal! Kann auch den besten Leuten passieren. Ist ja nicht so, als würde mir das zum ersten Mal passieren. Nein, es ist wieder mal geschehen. Ich bin auch selbst schuld. Ich bin jemand, der achtet nicht sonderlich viel darauf, wenn er im Internet bestellt, weil ich einfach keine Lust darauf habe. Ich sehe ein Produkt, denke mir, ist das geil, sehe mir das an, passt das ungefähr und bestelle das dann. Immer wieder sage ich euch, genau aufpassen. Manchmal passe ich nicht allzu genau auf und dann passiert eben genau sowas, wie es heute passiert ist. Aber zumindest kann ich ein Video darüber... Aber zumindest kann ich ein Video darüber drehen und es gibt wieder Content auf meinem Kanal. Momentan bin ich ja relativ faul, ich mache sowas ähnliches wie eine Hitzepause aktuell. Zumindest kommen so wenig Videos, aber ich bin ja auch gehandicapt. Ausreden über Ausreden, Ausrede, die aber nicht zählt, ist, wenn man mir noch nicht auf Instagram folgt, liebe Leute. Schaut vorbei, Max O bei mir, da gibt es immer wieder nice Fotos mit dem Scheiß, den ich mir hier kaufe. Mit diesem Shirt wird es kein Foto geben. Nein, das schicken wir wieder zurück. Wir wollen gar nicht mehr. Dive mal into it. Was ist passiert? Ich habe mir auf Bump ein Shirt bestellt. Ich habe mir auf Bump mehrere Shirts bestellt. Es wird, wie gesagt, bald ein Unboxing geben, sobald hier alles da ist. Das dauert noch ein bisschen. Aber das erste Shirt ist angekommen und ist gleich mal fake. Ja, mega kacke. Wer es gesehen hat, in einem meiner letzten Videos, hier nochmal verlinkt, habe ich mir ja ein Gucci-Shirt bestellt. Wir haben ein Unboxing-Video gemacht und da hat man dann gesehen, wie das aussieht. Also es steht hier Gucci drauf in einer neuartigen Schrift. Ja, was wir wissen, Gucci kommt bestimmt nicht in so verschissenen Plastikbeuteln an. Das haben wir schon herausgefunden. Dieses Shirt kam aber in einem verschissenen Plastiksack an. So ähnlich wie das Supreme gang und gäbe ist oder bei Off-White. Auch hier mit so einem Plastikverschluss. Und verschickt in diesem Paket, in so einem rosanen, ekelhaften Drecksding. Aber ganz klar, wenn es gebraucht gekauft wird, so wie ich mir gedacht habe, ach, ich spare mir 70 Euro, statt 350 bezahle ich hier nur 280 dafür, dass es einmal getragen wurde und habe das Shirt doppelt. Denn ich habe es ja schon in weiß und habe mir das Shirt jetzt nochmal in schwarz geholt. So, das ist heute angekommen. Auch mit so einem Gucci-Tag, in so einem Gucci-Sack. Ich nehme das Shirt mal raus, dann sieht man, dass hier Gucci draufsteht. Ist natürlich extrem real, ja. Also das ist alles natürlich sehr authentisch. Unfassbarer Blödsinn. Ja, in so einem Bullshit kommt kein Gucci-Shirt an. Man zahlt nicht 350 Euro für ein Shirt dafür, dass das dann in Plastik eingepackt wird. Außer bei Off-White. Ich zeig's euch einfach mal. Das ist dieses Shirt. Auf den ersten Blick erkennt man keinen Unterschied. Ja, zum Original, das ich jetzt hier einblende, erkennt man keinen Unterschied. Aber das Ding ist halt, beim Herausnehmen habe ich einfach sofort durchs Angreifen gewusst, dass das nicht echt ist. Denn das weiße Gucci-Shirt hat einen ganz anderen Stoff. So ein bisschen Baumwolle und nicht Stretch, so wie dieses Shirt. Das ist so ein Stretch-Stoff in seiner... Gar nicht schlecht, von der Qualität her nicht schlecht, das würde ich jetzt nicht sagen. Es ist so ähnlich wie mein Givenchy-Shirt, das ich habe. Aber das sind zwei unterschiedliche Farbmodelle, aber nicht zwei unterschiedliche Stoffmodelle. Deswegen war mir das sofort klar, dass das nicht echt ist. Jetzt, wenn ich so genauer schaue, sieht man es dann natürlich schon besser. Hier haben wir dieses Gucci-Tag, das hier eingenäht wurde. Schaut auch leicht anders aus, weil hier... Ja, das sollte unten auch nochmal fixiert sein, meiner Meinung nach. Also das schaut alles nicht authentisch aus. Auch hier schlecht vernäht. Hier kommt so ein roter Punkt heraus. Ich bin mir dann nicht ganz sicher, aber woran man es dann am Rubber erkennt ist, schaut mal ganz genau, der Übergang von weiß auf rot ist relativ unsauber. Was sowieso egal ist, denn im Original ist hier ein schwarzer Strich dazwischen. Das heißt, es wird ein Abstand gemacht zwischen diesen Farbtönen. Das nächste Ding ist, ich habe mir das Shirt im Medium bestellt. Und nicht nur, dass ich ein Drecks-Fake-Shirt bekomme, nein. Schaut mal, was hier steht. S. S wie selber schuld, du Geizkragen, hättest 70 Euro mehr ausgeben, würdest jetzt nicht so einen Dreck vor dir haben. Das übrigens auch noch ein Muscle-Shirt ist. Ein Muscle-Shirt. Schaut euch das an. Was soll ich? Das bin ich der nächste Fitness-YouTuber oder was? Bin ich Tim Gabel, dass ich jetzt so enge Shirts anziehe? Aber sicherlich nicht. Ja, furchtbarer Krampf, würde ich niemals anziehen.
Also auch wenn das ein originales T-Shirt wäre, hätte ich sofort wieder so, oh, es juckt auch mal. Ich komme nicht mehr raus mit dem Gips. Packe ich nicht. Also so ein eng anliegendes Shirt könnt ihr bei mir komplett vergessen. Fühle ich mich wie in einem Anzug und in einem Anzug fühle ich mich wie in einem Käfig. Und in einem Käfig fühle ich mich eingesperrt. Alles ein Schmafu, wie wir in Österreich sagen. Ist alles ein Blödsinn, aber ich bin selber schuld. Ich wollte das Shirt unbedingt haben, habe nicht darauf geachtet, wie gut die Bewertungen des Verkäufers sind und habe einfach mal mir nichts, dir nichts bestellt. Ist aber kein Problem, Freunde, denn ja, überbumpt wird mit PayPal bezahlt, das heißt, ich hole mir das Geld einfach von PayPal zurück. Ja, kompletter Volltrottel, ich bin immer noch mega angefressen, einfach weil das so eine Zeitverschwendung für mich ist. Jetzt muss ich dieses Shirt nehmen, einpacken, mit dem Mist auf die Post gehen, wieder zurück nach England zu diesem Volltrottler schicken und zahle dann bestimmt nochmal 30 Euro für den Versand. Das heißt, Zeit- und Geldverschwendung. Von beiden habe ich eh mehr als genug, aber es nervt mich halt trotzdem. Deswegen, liebe Freunde, mein Tipp an euch, Augen auf beim Gucci-Kauf, immer kontrollieren, ob das Ganze real sein kann. Und eine Regel ist immer fix, ist es too good to be true, wird es wahrscheinlich auch too good to be true sein. Vorsicht ist geboten. Liebe Leute, das war eine kurze Story von mir. Es wird bald mehr Stories geben. Ich werde jetzt bald shoppen gehen. Kleiner Shopping-Vlog. Ja, wer freut sich drauf, schreibt es in die Kommentare. Und natürlich kommen noch die restlichen Sachen an, die hoffentlich nicht fake sind. Und die werden wir dann gemeinsam unboxen. Da ist natürlich die Frage, was hat sich der Boy gekauft? Ich warte heute aktuell, kurzer Sneak Peek, auf mein Balenciaga-Shirt. Das heißt, wir werden hier sehr viel unterschiedlicher und coole Marken reviewen. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn das Ganze da ist. Ich hoffe, ihr freut euch auch und euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so war, lasst auf jeden Fall ein Like da, liebe Leute. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf alle Fälle auf Instagram vorbei, Max Robin, ihr wisst Bescheid, Freunde, machen wir die 40.000 voll. Das fehlt ja eigentlich nicht mehr viel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.